Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Zufallschaffen. Wir haben Weiß. Ich muss ganz schnell ziehen, sonst geht er offline. G4. Wie heißt das Gambit nochmal? Ich hab's da irgendwo stehen im Buch. ja. G4, C5, D4. Ist das nicht mal ein toller Start? Moment. Da sollten wir erst Springer F3 spielen. Und dann kommt D5. Egal. Oh. Gefällt mir nicht so ganz, aber naja. Ein bisschen abtauschen, Läufer G2 spielen und zufrieden sein. Nee. Sonst C3 spielen. Vielleicht hätte ich sogar damit D4 gehabt. Naja. Er findet auf jeden Fall mein H3 so ein bisschen. Weil das schwächt mich dann ja noch mehr. Aber egal. H5 ist nicht so wichtig in Zucht bei ihm. Ich glaube nicht, dass er nicht rochieren will. Also irgendwann sollte er mal rochieren, auf jeden Fall. Okay, D5. Versuchen wir mal eine einzige Drohung aufzustellen. Vielleicht sieht das ja nicht. Aber selbst Springer F6 pariert die schon. Ich frage nach Dame B6, Springer D2, ob ich dann nach Turm B1 die Dame fangen kann. Nee, kann ich nicht, aber ich kann einfach auf C6 einsteigen. Dame B2, Turm B1. Ja, okay, dann Dame C3, dann komme ich nicht mehr nach C6. Aber wenn ich erst Dame C6 spiele, dann sollte ich reinkommen. Naja, verhindern wir mal den ganzen Schmarrn. Und wir haben wieder eine normale Stellung, die man spielen kann. Das ist doch herrlich. C5. Was macht er denn nach G5? G5. Spielen wir einfach mal G5. Bisschen interessant machen hier die Stellung. Ach, Kacke, was mache ich denn? Das wollte ich gar nicht. Egal. Na super. Ich wollte gar nicht E4 mit der Dame nehmen. Manchmal ist meine Hand schneller als mein Kopf. Oh Mann, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Naja, vielleicht können wir noch was reißen. Ach Mann, warum habe ich denn auf E4 mit der Dame genommen? Jetzt wollte ich doch erst Nachläufer E3 machen. Ja, was spielen wir jetzt?
Irgendwie auf Zeit gewinnen. Das ist jetzt die einzige Hoffnung noch, die man hat. Läufer schlägt die 4, gewinnt zwar hier, aber. Okay, er hat es nicht gesehen. Er hat es nicht gesehen. Weil ich konnte nicht mit der Dame nehmen, weil da ist meine Dame weg und ich kann auch nicht mit dem Turm nehmen, weil dann hängt B2. Aber er hat es nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, warum man nicht einfach alles abtauscht. Jetzt tauscht alles ab. Tja. Ah. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dame B1, König D2. Hat er überhaupt einen Schach dann? Dame C2, König E3. Ja, Turm C3 hat er dann. Ach komm, nehmen wir E4 und lassen uns das matt zeigen. Das ist die einzige Hoffnung, die ich noch habe. Moment. Oder Dame D3. Ja, ist nicht so einfach, Lawine. Dame B8 sogar. Lass meine Bauern in Ruhe. Eine Bauern. Scheiße. Nein. Ich habe aber auch schlecht gespielt. Ich habe aber auch schlecht gespielt. Und direkt minus 33, ja, zu Recht. Warum habe ich E4 genommen? Selbst G5 ist, glaube ich, nicht so der beste. Vielleicht direkt Läufer E3. Keine Ahnung. Ja, Dame E4 ist total Quatsch. Totaler Quatsch. Ich muss die Läufer E3 natürlich spielen. Und dann muss er irgendwie die Dame ziehen und dann kann ich E4 nehmen. Ja, okay, auf Dame C7 und nicht, aber. Nehme ich erstmal C5 raus. Das war total blöd und danach natürlich einfach einen Turm eingestellt. Das passiert mir auch mal, einen Turm einstellen, ja. Nicht häufig, aber es passiert mir. Ja, ich kann natürlich das spielen, aber.
Wollte halt nicht die Dame verlieren. Tja, alles klar, bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.